Lukas und Lena. Die beiden lieben es, Skateboard zu fahren und fahren auch manchmal auf öffentlichen Plätzen bei sich im Dorf. Schon öfter kam es vor, dass sie deswegen Ärger bekamen, denn das ist dort eigentlich verboten. Sie wenden sich an Sozialarbeiterin Anna von der mobilen Jugendarbeit. Anna, wir wünschen uns so sehr einen Skatepark, sonst dürfen wir ja nirgends fahren und unsere Tricks üben. Ja, wir haben uns auch schon überlegt, das dem Gemeinderat vorzuschlagen. Aber die sagen bestimmt, wir wären zu jung und hören uns gar nicht richtig zu. Das ist aber eine gute Idee, sich an den Gemeinderat zu wenden. Und ich verrate euch etwas, die müssen euch eigentlich sogar zuhören. Was? Warum das denn? Weil Kinder und Jugendliche ein Recht darauf haben, ihre Meinung in allen sie betreffenden Angelegenheiten frei zu äußern und sogar ein Recht darauf, dass die Meinung auch berücksichtigt wird. Wer sagt das denn? Das steht in der UN-Kinderrechtskonvention in Artikel 12 und Deutschland hat sie unterzeichnet. Was ist denn eine Konvention? Das ist in diesem Fall eine Vereinbarung zwischen verschiedenen Ländern. Aber wieso braucht es denn extra Rechte für Kinder zwischen verschiedenen Ländern? Nun, leider geht es vielen Kindern in der Welt ziemlich schlecht. In manchen Ländern gibt es noch viel Kinderarbeit oder Kinder müssen als Soldaten im Krieg kämpfen. Aber hören die Dinge entscheiden denn auf diese Konvention? Schließlich wurden unsere Meinungen eigentlich noch nie wirklich irgendwo berücksichtigt. Das müssen sie berücksichtigen. Es steht auch nicht nur in der Kinderrechtskonvention, sondern auch im Sozialgesetzbuch und in unserer Gemeindeordnung. Aber ihr habt recht. Leider ist es immer noch oft so, dass Erwachsene über Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen allein entscheiden, obwohl ihr euch ja eigentlich beispielsweise mit Skaten viel besser auskennt. Da wäre es ja nur von Vorteil, euch dazu zu befragen. Außerdem wünscht man sich ja auch ein gutes Zusammenleben zwischen Erwachsenen und Kindern. Und wenn ihr beispielsweise keinen anderen Platz zum Skaten findet und sich Erwachsene darüber aufregen, dass ihr auf den Supermarktparkplatz fahrt, führt das ja nur zu Streit. Das wäre schon cool, wenn wir da mitentscheiden könnten. Auch wie der Skatepark dann aussehen soll. Ja, das stimmt. Wobei ihr natürlich auch auf andere Komponenten, wie Kosten, achten müsstet. Ja, da hast du recht. Aber dadurch lernen wir ja auch viel. Ja, beispielsweise Vor- und Nachteile für bestimmte Entscheidungen zu beachten und Kompromisse zu finden. Und wie es funktioniert, sich zu beteiligen. Dann wissen wir das schon mal für später, wenn wir erwachsen sind. Vielleicht haben wir dann schon so viel gelernt, dass wir selbst im Gemeinderat gut aufgehoben sind. Ja, und dazu kommt, dass es ja nur Sinn macht, wenn es euch hier gefällt. Dann schätzt ihr es viel mehr, wie es hier ist. Wir haben nicht das Problem, dass alle jungen Leute so schnell wie möglich wegziehen. Aber wenn unsere Beteiligung doch so viele Vorteile hat, wie kommt es dann, dass wir davon gar nichts wussten und uns so selten beteiligen dürfen? Das Recht. Leider ist es gerade in Deutschland so, dass Kinder und Jugendliche viel zu wenig über ihre Rechte wissen und erfahren. Das hat erst eine Studie ergeben. Und vor allem umgesetzt werden die Rechte leider auch sehr selten. Was steht denn noch so in dieser Kinderrechtskonvention? Sie besteht aus insgesamt 54 Artikeln. Dazu zählt zum Beispiel noch das Recht auf Gleichheit, das Recht, sich Informationen zu beschaffen, Recht auf Gesundheit, Bildung und natürlich noch einiges mehr. Das klingt gar nicht schlecht. Echt schade, dass wir so wenig darüber wissen. Unsere Freundin geht das sicher auch so. Da hast du recht. Vielleicht könnte man das ja ändern. Oh, gute Idee. Meint ihr, wir können da etwas starten? Ja, bestimmt. Ich kann euch dabei gerne unterstützen, wenn ihr wollt. Hey, cool. Können wir vielleicht im Jugendzentrum eine Veranstaltung zu dem Thema machen, zu der wir auch den Gemeinderat einladen? Tolle Idee. Dann würden die endlich mal sehen, was wir für Rechte haben und hören uns dann vielleicht zu. Genau. Und auch unsere Freunde wüssten dann genauso gut Bescheid wie wir jetzt. Das ist eine super Idee. Lasst uns das doch mal angehen. Ich finde das super, dass ihr euch so dafür einsetzt.